Herzlich willkommen beim ersten Coffee Run von Till 8. Wir haben uns ein bisschen bei Deadmau5 bedient, aber dafür Mr. Danos dabei. Wir reden heute über sein neues Album, Social Media, Facebook, alles Mögliche, allen möglichen Quatsch und haben natürlich auch Kaffee dabei. Klar. Beziehungsweise ich einen Original Cappuccino. Coffee Run. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los und legen los. Ja, Oli, wir haben uns ja nicht den schönsten Tag eigentlich für so eine Spazierfahrt ausgesucht. Kann dir so Regen den Tag und die Party vermiesen? Nein, ganz und gar nicht. Wenn es regnet, sind meistens Partys fallen, oder? Das ist immer das Coole am Ganzen. Ja, nicht desto trotz. Wir haben super Wetter gehabt, das Reprint natürlich. Das war sensationell gewesen. Aber ich bin auch nicht irgendwie wetterabhängig. Bist du so mehr der Sommer- oder Wintertyp? Eher der Wintertyp. Ja? Also ich friere lieber als ich schwitze. So ein Psychopath bin ich. Gut, aber mit Red hast du ja jetzt ein neues Album, das eher so Wärme, nur vom Namen und von der Farbe ja her, Wärme versprüht. Rot steht ja auch für Liebe, Leidenschaft. Wieso der Name? Es ist, am Anfang habe ich das Blue Album gemacht, weil es meine Lieblingsfarbe war. Ich hatte nicht gedacht, dass ich nochmal ein zweites, also Farbalbum hin und her legen würde, aber weil die Nachfrage groß ist und weil das Blue relativ erfolgreich war, habe ich gedacht, mache ich noch ein zweites mit Green. Dem wurde dann letztes Jahr das Swiss Music Award abgerundet haben, was sehr cool ist. Und hat dann gedacht, komm, setzen wir das dritte hinterher und machen da gerade eine Trilogie draus. Und wenn du die Farbe so aufgestellt hast, alle CDs, also das Grüne, das Blaue, dann ist das Rote eigentlich ja, die perfekte Farbe von schlussendlich. Trilogie, was ist so deine, das ist ja immer was Spezielles eigentlich. Was ist so deine Lieblingstrilogie von Filmen, Alben oder? Ah ja, ganz klar, Bad Boys, der dritte kommt jetzt endlich, ich glaube, damit noch mal. Und ja, dann haben sie mal aufgehört, immer das CSI-Zeug dreht, langsam auf die Sache gegangen. Und ja, endlich haben sie mal wieder angefangen, Bad Boys machen. Und der kommt aber leider erst 2017. Ich bin ein riesen Bad Boys-Fan. Auf dem neuen Album hast du alles so ein bisschen vereint. Dance, Hip-Hop, Pop, sogar ein Money Matter Cover. Mundart-Song, ja. Ja, Mundart. Ist es irgendwie richtunggebend jetzt, was noch in Zukunft kommt, oder ist es einfach, worauf du gerade Lust gehabt hast? Also Mundart zusammen mit Deep House oder allgemein Dance machen, das habe ich schon immer wollen. Ich habe 2006 mal so einen Indie-Mundart-Hit gehabt, der hat Schirte noch mehr geheißen, viele wissen, was es ist. Und wie das bis heute, vor allem, ich betone es, vor allem bis heute Frauen immer wieder wollen hören und sich immer wünschen, was mich sehr erstaunt. Und ich dachte, komm, lass uns das nochmal machen. Und das mal richtig auf den Mund hat. Und der Max Urban, ein Sänger von mir und ein guter Freund, der mich da kräftig immer unterstützt auf der Bühne. Ich dachte, komm, sing das mal. Und er hat das oder so schon gesungen, a cappella-mäßig. Mhm. Und auch wenn wir unterwegs sind auf Tour im Ausland, wir haben das immer im Auto gesungen, Hemmige, weil es einfach ein geiler Song ist und wieder im Kopf hineinbleibt. Die Idee dann nachher umzusetzen auf Deep House und einen coolen Beat drunter zu setzen, habe ich nachher gedacht, das wird eh nicht funktionieren, weil die Rechte von Money Matter sind relativ schwer zu bekommen, auch das Urheberrecht, und das vertritt seine Tochter von Money Matter, wie er schon länger gestorben ist. Und dann haben wir das eingeschickt, also ich habe das eingeschickt auf Bern zu ihr, mhm, in eine Anwaltskanzlei, wie die Anwältin ist. Und also schon den fertigen Song, oder? Den fertigen Song, ja. Und ich habe gedacht, da kommt eh ein Absage von dem Ganzen. Ja. Und, nein, das ist dann da Himmel auf Erden. Das ist richtig cool, das ist dann abgegangen. Und gerade das Clearing hat überkommen und dann dachte ich, oh, geil. Endlich mal Mundart, etwas Neues, so ein bisschen auf Deep House, Tunes, Beats und so. Und kommt cool an. Also extra mit Absage. Also der eine gefällt es, die andere findet es scheiße. Also mir ist egal. Ja. Mir fängt es. So ist es wahrscheinlich immer. Aber hattest du nicht ein bisschen Angst oder Respekt davor, so ein Schweizer Mega-Hit, beziehungsweise halt so ein Kultlied anzufassen, neu zu fassen? Klar, aber im Musikbusiness muss ich etwas wagen. Ich bin bekannt dafür, dass ich gerne etwas wage und auch immer wieder etwas Neues bringe, was vor allem bis jetzt niemand gemacht hat. Und das ist auch das Coole am Ganzen. Klar, Hemmingen ist auch, ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ist natürlich ein Kultsong von der Schweiz allgemein und etwas, als jeder kennt. Und, ich finde es umso schöner, dass es geklappt hat. Es war eine Idee, wie alles andere auch in meinem ganzen Musikbusiness eigentlich. Und meine ganze Karriere als entstanden immer durch coole Ideen und dann, wenn sie so nach Hause kommt, ist cool. Und machst ja nicht nur Dance, das hat ja auch wirklich mit einem Kollegen einen klassischen Hip-Hop-Song drauf. Wie passt der auf so ein Album? Gute Frage.
wo ich leider seit irgendwie seit 15 Jahren immer wieder muss beantworten. Ich bin groß geworden mit Urban Sound und auf all meinen Alben habe ich immer wieder einen Hip-Hop-Song drauf. Okay. Dass das alle mal wissen und die, sich immer fragen, was macht jetzt so ein Kollegah-Song drauf? Und den Kollegah habe ich kennengelernt im Winter, wo ich den Holding On, den Soundtrack zum deutschen Kinofilm mit dem Echo Fresh zusammen, wo ich dort auf Tour war, habe ich ihn kennengelernt. Und das ist wirklich, der Kollegah ist ein bodenständiger, cooler Typ. Wir waren schnell auf einer Wellenlänge und dann angehauen, komm, lass mal etwas machen und so. Und dann ich habe das Ganze schon im Februar fertig gehabt, also von jemandem gesagt. Und ja, und auch der Song. Ich wollte eigentlich noch einen Kinderchor aufnehmen zu dem Song. Leider hat die Zeit aber nicht mehr gepasst. Aber vor allem auch nicht mehr gelangt, weil ich das grosse Studio musste haben. Ja. Und, aber er ist so relativ cool rausgekommen. Ja. Welchen Song bist du jetzt speziell stolz auf Red? Ja, eigentlich auf alle. Es sind schlussendlich knapp 50 Songs, die auf dem Red-Album nachher gelandet sind, sind 19. Worauf ich immer wieder stolz bin, woran mich ich vor allem immer freut habe, sind Songs, die Leute sich immer wieder wünschen. Vor allem eben jetzt das Schiebt noch mit oder das Oxa und so. Das sind Songs, die, klar, ich bin vom Oxa groß geworden. Viele sagen auch, Oxa ist schon lange vorbei. Aber die Leute wollen das immer wieder, sie wünschen sich das immer wieder. Das sind Songs, wo ich große Resonanz und Feedback bekomme. Mhm. Darum auch ein Garant, um ein Remake daraus zu machen, zum neuen Remix. Ja. Und darum landet er auch wieder drauf. Und das widerspiegelt eigentlich ein typisches Live-Set von mir. Okay. Wie stehst du zu Songwünschen? Kann man, wenn du am Auflegen bist, dich nach allem fragen, nach allem bitten? Nee, das schon nicht. Da meine Show ja nur 60 oder 90 Minuten gehen und Leute sich irgendetwas anderes wünschen, vor allem die, die selbst nicht wegen mir im Club sind oder an der Party sind, die müssen dann halt schnell warten oder wenn sie etwas anderes hören. Aber viele Leute wünschen sich immer wieder Songs, die alt sind, die irgendwie 10 Jahre alt sind oder 8 Jahre alt sind, von mir, von früher. Aber das ist ja wiederum schön. Du siehst, dass irgendwie Anklang findet und die Leute das immer noch irgendwie schätzen und die Musik kommunizieren. Ja. Du redest von einer DJ-Show. Ist das weniger noch richtig ein DJ-Set, wo du schaust, was machen, wie gehen die Leute, worauf gehen sie ab, als wirklich was durchgeplantes, wie man halt so von den großen amerikanischen DJs bzw. internationalen großen DJs kennt? Also, ich werde auch immer wieder gefragt, ob ich ein Vorbild habe im DJing und das ist eigentlich überhaupt nicht so. Ich habe Brad Pitt als Vorbild, ich finde auf dem Lifestyle geil. Vom Auflegen selber her, ich bin eigentlich ein typischer Vinyl-Junkie, leider gibt es Vinyl nicht mehr. Ich bin gerne einer, der das Equipment, das vor mir steht, während dem Auflegen, muss mich selber entertainen. Vergessen wir mal die Leute, die vorne sind, sondern das Equipment muss mich entertainen. Und ich scratch gerne, ich nehme auch meine CDs mit, ich brenne sie selber im Studio, ich komme mit dem USB-Stick vorne nie und dann suche ich zuerst mal da eine halbe Stunde lang, was muss ich überhaupt für einen Song spielen. Oder habe irgendwie, vor allem, was gar nicht geht, sind so vorgemixte Sets, so 3-4 Tracks aneinander. Ich weiß gar nicht, was mache ich, hinten dran stehen, also die Pendel muss es auch und irgendwie blöde die Leute schauen. Oder da wieder Hampelmann spielen. Ich weiß nicht, mich muss das irgendwie entertainen, das Ganze. Sonst habe ich gar keinen Bock aufs Auflegen. Und auch mit dem Laptop und so, die Musik vormixen und da anwählen mit der Maus. Ich gucke da nicht im Büro, das mache ich unter der Woche oder im Studio. Mhm. Und das ist, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache und das ist eine Typart. Ich soll jeder selber wissen. Wie viel DJing liegt heute so allgemein? Du siehst dich ja noch sehr als DJ. Ich hab auch gesehen, du scratchst auch noch oft und so. Wie viel DJing liegt heute noch im DJ-Bereich drin? Oder ist es ja, leider nicht mehr viel. Show? Ja, ich glaube, ja, mehr oder weniger. Vor allem die Leute haben mittlerweile keinen 0815 DJ mehr gesehen, der einfach lang will hinter dem DJ-Pult steht, sondern einer, der doch mit der Musik irgendwie abgeht. Oder mich nimmt Musik halt mit, ich mache genauso mit und so entertaint es mich schlussendlich auch. Und das wird mir dann so durch das nicht langweilig. Aber auch das DJing selber ist, glaube ich, auch ein bisschen im Hintergrund bei den Leuten gerückt. Und ist nicht mehr so im Vordergrund. Aber auch das macht es wieder spannend. Wie hole ich die Leute ab? Wie reagieren die Leute? Hole ich sie heute Abend ab? Das ist immer das grosse Ziel von mir selber, egal wohin ich gehe. Und das ist auch mein Job schlussendlich, für das werde ich auch gebucht. Aber eben ein Champagne-Shower liegt dann trotzdem. Ja, ja, klar, das mache ich am liebsten. Zurück zum Album. Red ist jetzt ein bisschen schlechter eingestiegen als Green. Bist du da enttäuscht? Nein, ich hatte in dieser Woche 21 einen Neueinsteiger gehabt.
Und das ist natürlich brutal. Also mit 21 Konkurrenten in der gleichen Woche mitzuhalten, ist immer ein schwierig. Dazu, ja, also in den Genre-Charts bin ich Platz 1 eingestiegen. Mhm. Vor Patent Ochsner und Patricia Igli, oder Beatrice Igli, sorry. und Lole Dück und so weiter und so fort. Nein. Das, also, es ist ehrlich gesagt sogar noch besser, als ich gedacht habe. Nein, echt? Ja. Wieso? Ja, weil wir, ich habe... Nein, ich darf nicht sagen, ich habe, sondern einfach meine Ziele oder meine, ja, die jungen Leute, die laden halt gerne illegal, aber oder geben gerne oder haben Wertschätzung zu der Musik, kennen sie schon gar nicht. Sie konsumieren Musik, die eigentlich, aber es ist der Nerv der Zeit heute. Du konsumierst Musik, die fast nicht mehr wert ist, oder durch Streaming auch, die paar Rappen, die da der Künstler überhaupt hat. Es wäre überhaupt etwas gesehen. Und durch das, geht das natürlich schon recht weg. Ich habe letztens eine Website gefunden, wo mein Album 49.000 Mal abgeladen worden ist. Du kannst es in 3 verschiedenen Qualitäten abladen, inklusive dem digitalen CD-Booklet. Ja. Auf Torrent, irgendwo da in Russland aus. Aber da kannst du nicht vorgehen, kannst du nicht machen. Scheiße. Wenn das jetzt auch wieder zuerzählt werden, in 49.000 Mal, nicht die Doppelplatte. Ja, das stimmt. Geil, ne? Aber denkst du, dass es auch mehr auch im Ausland Leute sind, oder die so illegal runterladen, oder? Oder sind das Spalze? Keine Ahnung. Oder es auf eine russische Seite stellen? Keine Ahnung. Die meisten stellen es auf eine russische Seite, weil die Russen, also allgemein, glaube ich, so Russland, rucken ihre IP-Adresse nicht aus, also man kann nicht vorgehen dort. Also, das ist schon das, was ich mal gehört habe. Ich will jetzt nicht irgendwas behaupten. Ja. Aber guck mal auf YouTube. Krass. Immer wieder lustige Messages über, auch von Südamerika. Ja. Letzte auch durch den Summer Nights in Brasil Song. Das ist immer wieder cool. Durchs Internet macht natürlich Musik seinen eigenen automatischen viralen Lauf einmal die Welt, ohne groß Geld auszugeben. Oder das ist ja wieder der Vorteil durchs Ganze, was früher noch gar nicht machbar war. Früher hättest du, weiss nicht, wie viel Geld müssen die Hände, damit deine Musik überhaupt einmal die Welt geht. Ja, voll. Das ist ein Fluchen und Sagen. Eben, das wäre jetzt die Frage, hat zwei Kehrseiten, glaube ich. Dass einerseits du hast mehr Leute, die du erreichen kannst, andererseits halt verdienst du nicht mehr so viel an der Musik selbst, oder? Ja, es ist, also was sicher nie ersetzbar wird sein, ist der Live-Auftritt. Also die Leute haben immer noch jemanden live gesehen, live erleben. Das wird, glaube ich, nie irgendwie fett digitalisierbar sein. Außer ich mache mal so ein virtuelles DJ-Set von zuhause und dann tun wir das irgendwie share auf 4 Events nur mit Leinwand. Keine Ahnung. Wäre auch eine Idee. Wäre auch eine Idee, oder? Hat auch noch niemand gemacht. Nein, aber es ist schon erstaunlich, wie durch die Digitalisierung alles ein bisschen so an Wert verloren hat. Ja. Kinofilm. Und natürlich auch die Medien, oder? Zeitungen, alles auch, oder? Alles in Musik. Ja, Reisebüros und so. Ja. Leidet da auch deine eigene Musik drunter, dass du nicht mehr so viel Geld und Zeit ist ja im Prinzip dasselbe, reinstecken kannst? Das ist so. Aber ich glaube, das möchte jeder Künstler, das ganze Geschäftsumfeld, also der ganze Markt verändert sich einfach. Klar, ich komme an neue Sponsorings an, ich komme an neue Auftritte an, natürlich, aber überall steckt Manpower dahinter. Also ich muss wirklich immer auf der Autobahn Überholspur Gas geben, damit die Maschinerie läuft. Oder? Viele Schweizer Musiker sind vor allen Dingen bei Spotify nicht so Fans von Spotify, sagen, dass sie halt als Schweizer so wenig Plays haben, dass sie einfach nichts verdienen. Wie stehst du dazu? Verdienst du was mit Spotify? Ja, aber auch minim. Ja. Aber was mache ich, kannst du nicht, das ist der Nerv vor der Zeit. Ich glaube, in Zukunft wird es so oder so sein, dass du die Musik nur noch irgendwie auf einem Streaming oder halt auf einem Datenträger wirst kommunizieren. Also konsumieren, das ist ja so oder so schon der Fall, über iTunes und Google Play und so weiter oder MP3 allgemein. Ich habe aber doch noch treue Fans, etwa 3000 Stück da in der Schweiz, die ein physisches CD-Booklet wollen, mit Fotos mit, und das finde ich halt schon noch cool, dass die Identifikation mit dem physischen Tonträger noch da ist. Das finde ich schon noch cool. Hast du noch so einen richtigen Mr. Danos Fanclub? Ja, klar. Wie sieht bis jetzt 20 aus? Leute, die sich tätowiert haben. Ja, wirklich. Wahrscheinlich Schweizer Rekorde. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch. Niemand hat so viele tätowierte Fans wie ich. Also, der erste ist, glaube ich, vor 8 Jahren oder 7 Jahren, wo mein ganzes Logo, mein ganzer Schriftzug auf dem Unterarm tätowiert hat. Und bin ich schon recht verschrocken, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber auch wiederum ist es schön, dass sich die Leute so krass identifizieren mit deiner Musik. Ich komme immer wieder so Fanbriefe über, wo die Leute drin schreiben, dass meine Musik ihnen irgendwie cool fand, die schlechte Lebenssituation. Ja. Ist natürlich schön, dass sie so einen Anklang findet und motiviert sie natürlich auch immer zum Weitermachen. Kennst du solche Fans auch persönlich? Also würdest du solche auch den einen oder anderen so zum Freund oder Kollegen, Bekannten zählen?
ist schon im weiteren Kreis. Das schon. Yeah. Das schon. Aber wieso nicht? Vielleicht ergibt sich das mal. Ja. Weiß nicht. Wo du aber nicht der Schweizer Meister bist, das haben wir letzte Woche gezählt, ist im Selfies machen. Bist du da enttäuscht, dass du nicht der Nein, ganz und gar nicht. Ich bin jetzt so selbstverliebt wie alle anderen. Aber in meine Musik bin ich verliebt. Okay. Das bin ich. Nein, wirklich, ohne Witz jetzt. Also ich will nicht übertreiben oder das irgendwie schön reden. Nein, ganz und gar nicht. Ich kann, es hat so oder so, wenn ich mal zu Wort kommen betreffend dem, es hat lang gedauert, sehr lang gedauert, über die Jahre hinweg, bis ich mal angefangen habe, mein Handy nehmen und mich selber so zu fütteln. Ich habe das so etwas von blöd gefunden, mich selber so also fütteln. Aber ich glaube, das hat auch mit meinem Jahrgang, also, ja, anyway, ist ja egal, aber ich weiß nicht, ich habe das irgendwie voll blöd gefunden. Klar, wenn wir jetzt zweite, dritte, vierte sind im Ausgang, los, machen wir das Foto zusammen. Yeah. Aber allein so zuhause vor dem Spiegel irgendwie oder ich weiß auch nicht, vom Kleidergestell oder... Ich habe das so etwas von blöd gefunden und keine Ahnung, ich konnte mich mit dem nicht auseinandersetzen. Und es hat wirklich lange gedauert, dass ich das mal mache. Und es braucht auch viel, dass ich das mache. Am liebsten mache ich es, wenn ich live in einem DJ-Pult stehe und hinten dran ein paar Leute sind. Das ist cool, wenn Emotionen dahinter sind. Aber sich selber da so fütteln. Liebe Leute sind nicht enttäuscht von dem. Ich mache es ja. Relativ wenig. Videos machst du dafür viele. Ja, klar. Das sind Abläufe, finde ich aber geil. Das ist bewegt, das, wie wir es jetzt auch live aufnehmen, das sind Emotionen, die leben. Und dann gibt es eine ganz andere Wirkung als mit dem Bild. Aber weißt du, dass du eine Krankheit hast? Du hast das Vertical Video Syndrome. Weißt du, was das ist? Der klassische? dass man sich immer wieder filmt. Aber im halt vertikal, also das Handy, ich muss es schnell vorzeigen, also das Handy anstatt, so hält, anstatt so, ja. Also hast du einen Kinofilm, guckst du ja auch nicht vertikal, das ist ja auch horizontal. Unsere Köpfe sind, unsere Augen sind horizontal. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, sich vertikal zu filmen. So ist einfacher. Das Handy liegt ruhiger in der Hand. Das überlegt man sich gar nicht, wenn man es nicht weiß. Ne? Ich will es nicht ausprobieren, dann komme ich nach einer Kurve über dem Auto fahren. Aber stimmt schon, jetzt was sagst du. Aber wie wichtig ist für dich dein Social Media Auftritt? Wie viel Gedanken steckst du da rein? Planung? Also anfangen planen tue ich dann, wenn vieles ansteht. Also jetzt mit dem Album-Release, viele Events, viele Interviews, viel Medienpräsenz und alles sollst du irgendwie ein bisschen veröffentlichen und alle Events gerne, dass das bei dir drauf landet. Social Media bezüglich Facebook ist einfach so, dass es so kommerzialisiert wird, dass ich das schon fast schade finde. Man muss anfangen Geld einsetzen und Kreditkarten belasten, damit ich überhaupt noch Leute erreiche und ich glaube, irgendwann einmal nimmt das den Höhepunkt. Dann schiessen einfach mal alle mal drauf. Und wenn ich mehrere Sachen am Tag poste, irgendwann sieht es gar niemand mehr. Und wenn dann irgendwie gar kein Traffic mehr drauf hast, dann folgen sich die Leute oder posten irgendwas und finden überhaupt keinen Anklang. Und also irgendwo durch, ich weiß nicht, das ist. Ich vermisse ab und zu Zeiten, wo es keine Social Media gibt. Ja. Was es gerne Selfies machen. Im Prinzip, da war es ja wirklich, man ist DJ, legt auf, bringt eine Compilation einmal im Jahr raus und... dreimal im Jahr. Ja. Oder dreimal im Jahr. Ja, das höchste ist viermal im Jahr. Viermal im Jahr. Ein Album und drei Compilations. Ja, ja, das ist schon heavy. Aber 29 Alben sind echt schon eine satte Leistung. Bist du da nie müde, arbeitsmüde? So, wo du dich manchmal fragst, so, was mache ich eigentlich? Doch. Aber irgendwo durch, wenn ich dann alles anschaue, was bis jetzt gelaufen ist und vor allem eben der Feedback, was ganz wichtig ist, ist der Feedback und Resonanz, Response von den Leuten, dass ich den habe, das ist recht wichtig für mich. Dass die Leute Freude haben an meiner Musik und vor allem, was mich am meisten motiviert, wenn ich gerade Musik mache und sie singen die Songs nach, die Hooks nach, sie haben Freude, sie kommen zu mich live sehen und ich schaue einfach immer dafür, dass sie gut können abschalten vom Alltag. Ich finde, wo Mr. Anos auf dem Plakat steht, wissen sie, hey, heute Abend habe ich eine gute Zeit zu coolem Sound. Für das steht eigentlich mein Name. Ja, Spaß haben. Genau. Eben, du bist ja auch einer, der sich nicht zu ernst nimmt, richtig. Oder? Richtig. Ist das einfach, bist Business du das irgendwie einfach oder findest du DJ sein und eben, es ist Party, man darf es nicht zu ernst nehmen? Das ist so. Nein, ich finde, das ist eine gesunde Grundeinstellung. Wie alles andere gibt nur Bauchschmerzen. Ja. Gut, das kann jeder selber interpretieren, wie er will, aber
Also, weißt, Musik ist, ehrlich gesagt, Musik ist eine Illusion. Und jeder, der irgendwie denkt, hey, in ein paar Jahren bin ich der Superstar und ich starte voll durch, der träumt einfach. Und Musik ist unberechenbar, du kannst es nicht anlangen, du kannst es nicht richtig planen. Schlussendlich entscheidet die Welt, die Leute draussen. Und du kannst es nicht wirklich irgendwie planen oder so. Und ich finde, Musik ist eine Illusion und darum darfst du das ja nicht ernst nehmen. Man ist zu viel enttäuschen mit Uhr und Ups und auf einmal geht es voll ab, dann gehst du wie in ein Loch rein, weil du, wenn du das zu ernst nimmst. Und das ist schon ein gesunder Abstand oder ja, ist nicht schlecht. Und dann kann man sich auch mal einen Borat String an der Beach Party geben. Genau. Ich habe mir schon zwei und habe meine Wette geholt. Ja. Stimmt. Was war nochmal die Wette? Die Wette war, dass ich so und so viele Likes auf einen gewissen Post bekomme, was ich leider unterschätzt habe. Okay. Und ihr von Tillade 20 Minuten haben gesagt, das ist kein Problem. Und ja, schlussendlich habe ich die Wette verloren und dann musste ich im Borat-Anzug ins Wasser kumpeln. Darum googelt das Bild nicht. Und sind sie nicht einblenden. Jetzt werden wir es sowieso einblenden. Aber findest du, dass sich manche zu ernst nehmen? Ja klar, ja sicher. Wie findest du den ganzen Krieg zwischen Mainstream und Underground? Sinnlos. Also? Sinnlos. Vor allem, was ich ganz schlimm finde, sind die Leute, die da in den Urban, in den urbanen Szenenclubs, da möchte ich gerne Hipster mit den Jesus-Sandalen und Zahnbürsten im Mund und mit den ja, Birkenstock-Schüli und mit den Tetas im Club reinlaufen und schlussendlich nie in der Stadt Zürich aufgewachsen sind, sondern auch genau urban, sondern Agglomeration, woher die kommt, wo ich auch herkomme. Mhm. Und also habe ich ein bisschen, und ich meine, die zünden ja immer wieder gerne an. Ja. Und das kennt man auch von mir, weil so wie sie über mich herziehen und mich nicht gern sehen, so lache ich sie genauso. Ja. Jo, Hipster. Du hast vorhin noch Ziele und Fantasien angesprochen. Was hast du noch für Ziele in deiner Karriere? Ja, das ist halt schwierig zu sagen, aber das Ziel ist sicher immer ganz ehrgeizig, alles so zu toppen, was ich bis jetzt erreicht habe. Das ist relativ krank, aber ich, wieso? Ich habe nur Schule angefangen, die niemand muss interessieren. Aber sonst eigentlich schon, also all die Ziele, einfach das, was ich bis jetzt erreicht habe, das eigentlich zu toppen. Weil, ich glaube, das ist auch nach menschlichem, was auch nicht, Naturgedanken oder Drang, Naturdrang. Man schaut ja, man misst sich ja leider immer gegen anstatt gegeben. Und man will ja immer ein bisschen weiter ruhen und das motiviert ist schlussendlich. Und auch immer weiterzukommen und wieder ein neues Publikum zu erreichen und andere Orte aufzulegen. Das ist schon so. Ja. So in dem Stil. Aber sonst knallharte Ziele mir setzen, auf keinen Fall, wie das wäre krank. Ich find das Thema Schule schon noch interessant. Guckst du dich schon so nach anderen Sachen um? Für den Fall, dass es mal DJing zu Ende geht. Ich denke ja nicht, dass du mit 60 noch. Na, also mit 60 will ich auf keinen Fall mehr auflegen. Also ich höre dann noch, wenn man die Leute faule Tomaten anrühren. Nein, das nicht. Ich habe den Marketingleiter angefangen. Okay. Und ich schaue mich. Nein, umschauen tue ich noch nicht. Also ich will die richtig und so. Was Fakt ist, dass ich natürlich mit Self-Marketing und mich selber vermarkte, ja, mein Hobby zum Beruf machen konnte und eigentlich so meinen Traum lebe. Und von dort her gesehen, ist eigentlich nicht weit hergeholt, was ich so in die Richtung mache. Ich schaue auf keinen Fall irgendwo um, wo kann ich arbeiten, was mache ich als nächstes. Also ich will den Fokus nach wie vor auf der Musik. So, als Abschlussfrage zu einer Abschlussparty. Wie würde es aussehen, wenn du dann mal in Rente gehst, in DJ-Rente gehen würdest? Also als DJ in Rente gehen, das wäre natürlich ein schöner Traum. Ob das wird eintreffen, weiß ich nicht. Aber Nese, wenn du jetzt noch eine letzte Party schmeißen müsstest, wie würde die aussehen? Ich würde gerne mal eine Party mit einem Flieger reinschmeißen. In so einem A380 Airbus rein, das wäre geil. Alle Stühle rausrüpfen, alles raus, weg damit und dann eine fette Party auf 10.000 Meter oben. Das wäre mal fett. Was ich auch mal cool finde, irgendwo in den Bergen auf irgendwie 3.000 Meter oben. Ich spiele auch im Winter immer wieder in den Bergregionen. Ja. Also so richtig das Wetter stimmt und so oben auf einem. Ja, auf der Spitze, aber wäre schon cool. So, sowieso in die Richtung. Ja, hört sich doch nicht schlecht an. Dann, danke für deine Zeit, Rolli. Danke auch. Und euch danke fürs Zuschauen. Vielleicht beim nächsten Coffee Run dann wieder.